Als wir gestern über diese Hügel wanderten, sahen wir diese Camper an dieser Bucht stehen und sagten spontan: Ach, das ist der Platz, da wollen wir hin. Direkt am Meer, in der Sonne und eine lustige Gesellschaft. Man kann vielleicht sagen, ein Hippie-Platz, wie auch immer. Auf jeden Fall holten wir unseren Camper, fuhren außen rum und waren dann hier angekommen und wurden auch sofort freundlich begrüßt und lernten einen Schweizer kennen, gerade vor uns, der hier schon wochenlang ist und jedes Jahr kommt. Und hinter uns einen Engländer, der monatelang einfach an diesem Platz ist. Es ist wie eine kleine Gemeinschaft und das hat mich so erinnert an die Visionen der Menschheit, eine fröhliche, erfüllte Gemeinschaft zu bilden. Es gibt ja diesen berühmten Film Der grüne Planet, wo Menschen auf einem anderen Planeten weiter fortschreiten im Bewusstsein und Telepathie entwickeln und Freude miteinander teilen. Und dann heißt es, wer will zur Erde gehen? Und niemand will eigentlich. Warum nicht? Weil es dort so ein Durcheinander gibt, weil sie ihre Probleme noch nicht gelöst haben. Warum soll man also auf diese Erde? Man hat das ja mit den kürzlichen Wahlen in den USA auch gespürt. Es ist einfach immer wieder eine Sache, die uns alle betrifft und bedrückt. Und wir wissen nicht, wann wird endlich dieser Zustand der kreativen Gemeinschaft, der kreativen Gesellschaft, der neuen Gesellschaftsform erreicht. Jedenfalls, als ich gestern hier ankam und wir haben ja schon viele Erfahrungen gemacht um die Welt herum mit alternativen Gruppen, mit Hippie-Gruppen, mit anderen Gruppen, mit unserem Freundeskreis, zu Hause in Spanien. Es ist immer wie ein Suchen. Und ich frage mich, wie erreichen wir diesen ständigen Zustand? Aber Christina und ich sind ja ständig im Gespräch und spüren immer wieder, allein schon in unserer Beziehung, in unserer liebevollen, heiteren, erfüllten Beziehung, in der kreativen Beziehung, sind wir schon dort. Es gibt also gar nichts zu erreichen und wir haben hier zum Beispiel keinen Internetempfang, keinen Telefonempfang. Und haben dadurch viel mehr Zeit und haben dann die schöne Aufgabe, nichts zu tun, das Nicht-Tun pflegen, wie es die Taoisten schon formuliert haben. Nicht tun, sondern sein. Und wir spüren das auch in dieser kleinen Gemeinschaft, obwohl wir nicht viele Leute kennen, dass da eine Qualität der Gegenwärtigkeit da ist, ein wirkliches Anderssein, ein etwas Zelebrieren außerhalb des Mainstreams. Das hat mich immer schon angezogen und ich bin natürlich davon begeistert, weiterhin in dieser Richtung zu forschen und immer wieder bewusstseinsmäßig oder auch existenziell solche Formen mitzugestalten. Wir waren dann am Abend am Feuer, wir sahen gegenüber ein Feuer und gingen dann rüber zu dem Feuer mit der Ukulele und sangen einige unserer Happy Songs und es war eine wunderbare Atmosphäre. Junge Leute, alles junge Leute. Und sonst findet man ja unterwegs mit dem Camper zum Teil auch Seniorengemeinschaften aus ganz Europa, die uns dann nicht so beflügeln. Und insofern ist hier auch ein kleiner Höhepunkt unserer Reise, dieses Leben hier zu sehen. Und wir haben eigentlich auf ein Zimmer verzichtet. Wir hätten heute ein Zimmer gemietet in Sagres. Ich bin ja ein Visionär schon seit Zeit meines Lebens, schon als ich in Indien war vor 50 Jahren, ist diese visionäre Ader in mir immer stärker geworden und ich habe immer diese Dinge vorausgesehen, in mir selber gespürt und versucht zu realisieren. Und es ist natürlich jetzt auf diesem Level, auf dem wir jetzt sind, wo wir eigentlich im Sein ja schon sein können, ja auch immer wieder das Thema, dass man gar nirgend mehr anders hin will, dass man dort ist, wie ja Gandhi sagte, sei der Wechsel, sei der Change, den du dir wünschst. Und insofern gibt es nichts zu tun. Und trotzdem ist in diesem Nicht-Tun ist eine Menge Tun.
Das ist nämlich das bewusstseinsmäßige Tun und das überträgt sich, auch wenn wir keinen Film drehen, auch wenn wir kein Video rübergeben, das ist einfach etwas in der Präsenz, das im Feld etwas ändert, ohne dass wir irgendwas nach außen tun müssen. Und in dieser Freude der Existenz, das ist ein neues Menschenbild. Es ist ein neues Menschenbild, das wir hier leben, ausdrücken und auch nach außen geben, um andere auch zu inspirieren. Lebe auch dein Leben, lebe dein Leben, finde deine Begeisterung, gehe auch raus zu reisen, gehe raus aus der Komfortzone und mach da Erfahrungen, erfahre dich selbst und erfahre dich als Kreator, als Schöpfer. Und wenn du das magst und wenn viele andere das machen, dann werden wir wirklich das schaffen, was Fantuzzi sagt in seinem Song: Nicht die Politiker machen den Wechsel, sondern wir, die Leute, machen den Wechsel. Das möchte ich gerne sehen. Ich möchte es wirklich erleben, dass das weltweit stattfindet. Und es findet ja statt. Es findet statt weltweit, zum Beispiel mit Awards, dieser großen Internetplattform, wo Millionen von Leuten Petitionen unterschreiben. Und dann ändert sich auch etwas. Und aber auch in uns selber. Der Hebel ist in mir selber und den kann ich umdrehen zur mehr Positivität, zur Begeisterung, auch zu meiner eigenen Wertschätzung. Ich werde sozusagen zum Superhelden, wie wir kürzlich diskutiert haben, indem ich diese Kräfte in mir mobilisiere und keine Angst mehr vor mir selber habe und auch keine Angst vor der Kritik der anderen, die sagen, was sagt er jetzt? Ich wende mich auch gar nicht an die, die das nicht verstehen, sondern nur an die, die dort schon einen Weg gegangen sind. Deswegen werde ich auch den Film nicht allen zugänglich machen. Das ist einfach nur für die Leute, die schon auf dem Weg sind und das schon spüren. Und die möchte ich ermutigen. Mach dort weiter und glaube an dich. Geh deinen Weg in der Sonne, auch wenn es jetzt zum Beispiel Nebel hat und kalt ist in Mitteleuropa. Geh trotzdem deinen Weg, glaube dran. Und dann wirst du das sehen, was alles möglich ist und was wir gemeinsam kreieren können. Let's celebrate!